Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in 7 Days to Die mit mir, dem Fly High und unserem High Fly. Ich bin hier schon zurück zu unserer Base gefahren und als nächstes wird erstmal die Grabungsquest erledigt. Dann machen wir hier hinten noch die eine Holzfäller-Quest, die hier noch ansteht. Und dann ist die Frage, bauen wir eine zweite Hordenfalle oder lassen wir die Hordenfalle dort und fahren immer zur Hordennacht dorthin, was aber brenzlig werden könnte, weil man verpennt mal oder so und dann ist man am Arsch. Ich weiß es noch nicht. Wobei, eine neue Hordenfalle ist jetzt auch nicht so schwer aufzubauen. Ja, moin. Alter, was sind denn hier für Wölfe? Junge, Junge. Springt der da runter? So, die Kur machen wir mal wieder zusammen, wa? So, so vor der Hordenacht. Möchte ich nicht so allein sein. Was ist hier für ein schönes Anwesen? National Forest. War ich hier eigentlich schon mal drauf? Jo, haben wir schon mal gesehen, siehst du? Alter, da steht schon wieder ein Wolf. Was? Tjo, dann komm. Boah, wo fangen wir an? Alter, das ist wieder riesig. Ich brauche die Brille hier. Fangen wir hier an. Zum Glück muss ich nur noch zweimal zustechen, dass hier das Ding weggeht. Das ist halt Ultra Deluxe. So, da ist es auch hell. Endlich. War jetzt so fürchterlich in der Nacht, so gruselig. Also das Ding ist kleiner geworden. Okay, dann bleiben wir mal hier. Upsi. Das heißt 20 mal zustechen und ja, wir sind schon wieder eins weiter. Tada, da habe ich ihn gefunden. Wir brauchen Dietriche, habe ich dabei, kein Problem. Gucken wir, was da drin ist. Nicoles Schatzkarte. Es war doch fast klar, dass der hier auf dieser Seite ist, wenn es da links gleich kleiner wird. Musste ich gar nicht so lange buddeln. Okay, der zweite Dietrich ist aber, der dritte Dietrich ist aber. Naja, wir haben ja ein paar dabei. Na komm schon. Let's go, jetzt klappt's, jawohl. Und Cash, nicht so viel. Naja, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Okay. Lesen. Wo ist das? Oh, gleich da. Ah ja, da fahren wir gleich noch hin. Dann mache ich da jetzt auch gleich wieder einen Cut hin zu der nächsten Schatzkarte und dann gönnen wir uns doch heute einfach mal. Da bin ich auch schon wieder an der nächsten Buddelquest angekommen. Wir fangen wieder hier an einer Seite an und gucken mal, wo das dann rauskommt. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, es geht wieder in die Richtung. Dann bin ich doch gleich mal wieder hier. Und die nächsten 10 machen wir noch zusammen. So, dann steht jetzt dann Mark 21, ja, Hordenacht.
Die Klingenfallen, die ich gekauft habe, werde ich nicht installieren, weil ich muss ja da eh dann wieder alles abbauen. Ich glaube, da muss ich halt mal noch mit den Gebietsschutzblöcken machen. Ja, das sieht doch ganz gut aus, dass es hier in der Richtung liegt. Und dann sehen wir uns. Ja, die Gebietsschutzblöcke und so muss ich natürlich bauen, dass ich das ganze Zeug wieder mitnehmen kann. Und ja, da muss ich mal gucken, habe ich noch nie gemacht. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ja, da haben wir sie doch endlich gefunden, die gute Kiste. Schauen wir mal, was diesmal drin steckt, da. Oh. Ich habe ja auch noch diese Schlossknacker, dann wird es gleich beim ersten Mal aufgehen, aber ich vertraue darauf, dass es jetzt gleich aufgeht. Verdammt. Komm mal. Jawohl, jetzt. So, und da? Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir alles auch nicht. Aber Kohle kam bei rum. Na? Ja gut, D. Dann haben wir jetzt 30.000. Das ist doch nicht schlecht. Hier ist leider nichts mit drin. Die Mods kommen auf jeden Fall damit rein. Ja, die mal nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, nice. So, dann haben wir hier oben alles erledigt. Hier werden noch zwei Säuberungsquests. Ich glaube, die werden wir uns mal markieren. Abholen, säubern. Ja, das müssen ja die sein hier. Jawohl. Da sind wir dann auch endlich angekommen bei der Quest. Ich habe noch einen Zwischenstopp beim Händler gemacht. Habe dort noch geschmiedeten Stahl gekauft. Und zwar hatte ich während meiner Offline-Loot-Runde. Oh, die Häuser werden gut. Die werden gut. Bücher gefunden. Und wenn ihr jetzt guckt, den Tragschrauber, den kann ich mir schon bauen. Und da brauche ich halt noch geschmiedeten Stahl dazu. Den konnte ich ja bis jetzt noch nicht machen. Weil ich ja das auf die. Jetzt brauche ich auch kein Mensch. Nee, wir werden nicht doppelt looten hier außen auch nicht. Let's go. Was haben wir jetzt hier Schönes drin? Brauchen wir genauso wenig. Moin, moin. Niemand hier? Doch, da hinten steht er. Zack, weggejiedet. Zerstörte Werkbank. Okay. Hey, da kriegt man ja nur dieses Eisen raus. Wir bräuchten ja Stahl. Oh, den habe ich schon. Den hatte ich auch schon. So, und wie kommt man jetzt da dran? Muss man sich merken, irgendwo von da links. Koppler lassen wir heute auch mal liegen. Na, da halbi. Halbio. Ist hier das Haus der Fettsäcke oder was? Oh, der Pablo Escobar. Hab ich kurz zum Zucken gebracht. So, und wie kommt man jetzt in dieses blöde Ding da rein? Ich klopfe das doch jetzt hier nicht auf, oder?
Irgendwie, irgendwo kommt man doch da auch anders rein. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Draußen schleicht doch einer rum, ja? Lass ihn da draußen rumschleichen. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall aber nochmal irgendwie einen besseren Stahlknüppel, einen Zweier, einen Dreier, um mehr Mutz reinzumachen, ne? Und Zweibeinstativ zum Lernen. Farbe, Essen. Weg mit dir. Ich höre jemanden. Ich weiß nur nicht, ob der drinnen oder draußen ist oder schon gleich hinter mir steht. Und mir wieder eine klatscht. Acht Stück. Gelb halt, gelb kann ich nicht wegwerfen. So, sonst war alles eingefärbt. Hier auch schon. Hier noch nicht. Doch. Die waren blau. Das hat Farbe, das hat Farbe, das hat Farbe. Das hat noch keine Farbe. Das bringt keine Kohle. Trink das. Gläser werde ich jetzt so noch finden. Oh, wo bist du jetzt? Hallo? Ach, du hast dich jetzt wirklich von draußen durchgekämmt. Hier ist gerade ein bisschen was los, so draußen drinnen, überall. Hayabusa! Säubern und die Tasche finden. Ja, die Tasche haben wir jetzt schon. Sonst noch jemand hier auf Schneik? Schön noch jemand? Schön. Ey, such dir jetzt sicher, wer da außen gegen poltert. Jetzt hab ich gehabt. Und scheiß Hund. Ja, das war auch noch so ein Rotauge oder so, glaube ich. Nein, oh, ich wollte es trinken. Egal. Das. Ach ja, weg damit, weg damit, weg damit. Ja, der Skater, ui. Ah, unnützes Zeug, ja, lass liegen. Ja, genau. Den Munitionsherrufen hätte ich fast übersehen. Ja, war fast klar. Du hattest nicht genug von diesem einen Schlag. Ach, warum ist hier nur Gerümpel drin? Ui.
die denn jetzt alle schönen Reihung Glied. Ja, Ausdauer ist auch genug da. Alter, zum Glück ist der halbe da über die Mine gelaufen. Die hätte ich doch im Lebtag nicht gesehen. Jo, jetzt doch gut, oder? Keiner mehr da. Anscheinend doch. Knacken wir erstmal den Tresor. Let's go. Komm schon. Ich muss eigentlich meine Loot-Brille aufziehen. Habe ich aber nicht. Möchte ich jetzt, dass der Tresor mit einmal geknackt wird? Oder möchte ich noch meine Loot-Brille aufziehen? Ah, bringt es auch noch was? Ah, ich habe die Loot-Brille auf. Okay. Ach, crap. Oh, wie gut, wie gut, wie gut. Das war das Rezept für Käse-Kürbiskuchen. Oh yeah. Das lerne Maus, das lerne Maus. Wie viele, die haben keinen Verkaufspreis, scheiß drauf. Was ist das, eine Eisenschaufel? 55. Ja, da war, ja, nee, komm. Komm, reparier das mal. Das kannst du zerlegen. Das hier verändern wir. Machen wir gleich noch den Griff rein. Habe ich noch irgendwelche Farbe? Nee, hatte ich nicht. Deine weg. Das weg. Zu viel gutes Zeug. Und den Endloot noch nicht mal geholt. Das ist alles, was hier oben steht an Endloot. Das wäre ja mau. Oder habe ich irgendwas übersehen? Shotgun Maschala. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Naja. Oder nee, von da bin ich gekommen. Hier kann ich nirgendwo reinspringen. Ja gut, dann ist es halt so. Oh, jetzt hat gerade die Tür offen und dann kommt er von hinten und hau dir den Kopf weg. So, Goldrutentee, das nehmen wir auf jeden Fall mit heim, das ist da. Komm, lass mal die Kohle da drin, das wird vercheckert. Die sind, oh, aber die kann man verkaufen. Komm, zerleg das. Maschinengewehrteile, das ist gut, das ist gut. Die Pumpgun können wir eigentlich auch zerlegen. Lederstiefel fliegen raus. So, das wird verkauft, das kommt mit heim. So, das wird verkauft, das wird noch verkauft. Was will ich mit dem Blutbeutel, das check ich auch. So, das noch da rein und dann weiß ich auch nicht. Wir brauchen keine Magnum, wir brauchen die nicht, wir brauchen davon nicht so viel. Okay, Moped ist voll. Jetzt die nächste Quest hier, die Schweinequest. Nee, schade. Ist das hier, oder? Ja, dann flitzen wir da jetzt auch noch schnell durch. Let's go. Und ist in der Garage so viel Munition.
konnte man das auch nicht reingucken. Hatte ich Klebebänder noch dabei? Ja. So, mach auf. Leck mich am Arsch. Boah, diese scheiß Spinne. Wolltet ihr davon mal? Das kannst du auch verlegen. Hallo, Schätzelein. Einfach nur säubern. Ja, das kriegen wir hin. Nicht im Schrank. Okay, Mist. Und wie komme ich denn? Ah, ich soll jetzt hier raus. Alles klar. Und dann hier wieder rein. Wer wartet hier auf mich? Ist hier was versteckt, ne? Hä? Der Pablo hat sich im Schrank versteckt. Ja, komm, ist dringend. Was denn das hier für ein Rumgehopse über die Außen? Ja, erstmal zerstückeln den Kollegen. Elektrische Teile, mach die, das ist gut. Aber ich hätte mich hier auch durchprügeln können. Ja, dass hier ein Geier zu finden ist, war ja wohl klar. Ist der tot? Ja. So, jetzt geht's ja hier bestimmt wieder irgendwo rein, ja, das war doch klar. Was sind wir hier? Munition. Schade. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Zerlegt es. Noch jemand vergessen hier? Einer scheint noch böse zu sein auf mich. Oh. Hier seid ihr, wieso seid ihr hier? Ach. Waren das beide? Jawohl. Maismehl, schön, schön, schön. Ich will keinen Kaffee. Ah, danke. Schmeiß weg. Zerlegt das. Zerlegt das. Der bringt wiederum Kohle. Dieses Mistvieh. Lohnt sich nicht, den aufzumachen, machen wir trotzdem. Was sagt die Zeit? 16 Uhr, oh Gott, wir müssen auch noch zur Hordenfalle fahren. Scheiße. Ja, jetzt ein bisschen zügig, zügig. Ja, gut, ey. Was sagt die Zeit? Okay. Die Hordenacht findet erst in der nächsten Folge statt.
Okay, nun gut. Die Bücher haben wir auch schon alle gelesen. Nehmen wir doch Toilette. Geld nehmen wir mal mit. Das lassen wir da. Let's go. Eilverfahren, also langsam, wir müssen ja auch noch zu unserer Hordebase fahren. Oh Gott, jetzt geht's auch noch darunter, das ist doch bestimmt eine Falle, oder auch nicht? Jetzt nehme ich wieder leere Gläser mit. Um jetzt auch den Müll hier zu durchsuchen. Ah, verdammt. Ja, das hast du davon. Hallo, jemand zu Hause? Zum Schleichmodus. Die Triche sind okay. So, mach das auf. Das war alles nix. Da ist noch Rot drin. Warum? Ich will das Zeug daraus doch eh nicht. Moin moin. Letzte Welle. Aua, der Kopf. Sind der? Alter. So, Ruhe hier unten im Keller. Ihr Kellerkinder. Essen. Ich hätte lieber verdorbenes Fleisch aus dieser Dusche gehabt. Schmeiß weg. Komm, ist das Katzenfutter, bevor du Hunger kriegst? Dann schmeißt er auch noch das in die Luke. Das kannst du zerlegen. Das kommt wieder weg. So, weiter geht's. Jetzt sind wir auch noch schnell. Jawohl, da ist der Endloot und hier geht's dann raus. Oder wie, oder was? Ja, nicht gerade wenig. Wurmgewehr. Cool. Ja, das war's, ne? Da wird jetzt nichts mehr dahinter sein. Nö. Lass es da. Get? Was hat das? Ja. Mach auf. Oh. Auf Steine habe ich jetzt keine Lust rumzukloppen. So, bei welchen Händlern müssen wir das jetzt abgeben? Einmal da und einmal da. 17 Uhr. Boah, nee, wo ist denn... Nee, ich muss in die andere Richtung. Ich gebe jetzt die Quest hier noch ab. Für die andere reicht. Das wird alles knapp. Das wird alles knapp. Scheiße. Nee, wir gehen jetzt keine Kompromisse ein. Ich wollte eigentlich noch die Holzfäller machen, da die Quest. Dass da oben im Norden alles erledigt ist, dass wir dann frohen Mutes runtergehen können, aber wir müssen ja auch noch den Gyrokopter bauen, der braucht ja dann auch noch ein bisschen Zeit. Achso, ich wollte eigentlich noch Sachen verkaufen, egal, wir geben jetzt erstmal die Quest ab.
Let us visit for a while. Gratitude, friend. Laser, Eisenschaukel, Stufe 5. Ich habe ja hier auch eine. Ne, ich habe eine Stahlstaufel. Stahlstaufel. Ja, komm. In den Osten. Ist es bei uns? Nee, das ist ja alles noch in der Stadt. Komm, nimm das mal an, ist ja egal. Darf ich dein Inventar sehen? So, verchecken wir noch schnell ein bisschen was. Hatte der hier noch irgendwas Cooles? M60. War Händler Reset, Tag 22? Nee. Raketenwerfer. M60. Ich hab kein Geld. Ja, das fängt jetzt schon an zu donnern. Das ist gut. Der hat kein Interesse an diesem Gegenstand. Wir müssen noch mal raus. Warum hat der hat einen Schmelztiegel, da hat auch einen, ich habe einen Schmelztiegel gekauft. Thank you, Survivor. Check back soon. Get new merchandise daily. Die ist doch hier drin. Alter, verkauf das. Alter, ich komme in Dorfies Küche. Scheiße. Ich brauch das Zeug. Folgenlänge, wieder über Länge. Ich schneide ein bisschen was raus, aber reicht mir trotzdem alles nicht. Verkauf das alles. Ja, ich weiß. Ach, das habe ich jetzt zweimal gekauft, gell? Sonst so. Komm, scheiß drauf. Shit. Dann mache ich einen Schnitt. Ich beende die Folge hier und wir sehen uns dann in höchster Dringlichkeit vor der Hordefalle. Definitiv. Let's go. Der schnellste Weg ist da oben raus. Oh Gott, das wird so knapp. Dann, wenn euch das Ganze hier wieder gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der Horde-Nacht. Pünktlich oder kurz vor knapp. Wir werden sehen. Ciao, ciao.